Hallöchen, huhu. Ich bin hier wieder am Kochen und zwar mache ich ein Kokos-Curry-Gericht mit diesen Nudeln, die dann in diesen Topf kommen, mit schon fertig von mir fertig klein geschnittenen Hähnchen-Innenbrustfilet mit 350 Gramm. Paprika. Mit schon vorbereiteter Knofi in der Presse. Dann habe ich noch fettreduzierte Kokosmilch aus dem Rewe. Und zu dem Curry gibt es auch Ananas auf Wunsch von meinem Freund. Die bekommt er noch dazu. Hier in der Pfanne, die gerade jetzt warm wird, ist Rama Pflanzencreme mit Kokosöl drin. Hier ist einfach nur ganz normales Wasser. Und was noch in diese Soße dann reinkommt, ist Tahini. Das ist Sesampaste für Dressing, Soßen, Marinade oder als Brotaufstrich. Wo ist denn die Kamera? Das sieht man bestimmt leider nicht. Nee, sieht man leider nicht. Okay. Ja, und dann halt ganz normale Gewürze wie halt hier Curry oder Sojasauce, die leider bald alle ist. Dann haue ich noch ein bisschen Ingwer dran. Eventuell, da bin ich mir aber noch nicht sicher, Kurkuma. Und wo ich mir auch noch nicht ganz so sicher bin, ist klare Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nicht zu vergessen. Und Erdnüsse. Ich wollte eigentlich natürliche, also naturelle, ohne geröstet und ohne gesalzen haben. Leider gab es die nicht. Und da habe ich jetzt einfach die genommen. Was ich jetzt aber halb so schlimm finde, dann mache ich halt einfach später weniger, wie heißt es, weniger Salz an die Soße quasi dran. Und dann klappt das auch. Weil die sind ja genug gesalzen. So, ich verteile das schon mal. Und kann ja schon mal die Nudeln soweit vorbereiten. Die gehen nämlich super duper schnell. Ah, das steht hier gar nicht drauf. Die schmeißt man, ach doch, hier. Zubereitung 10 bis 20 Minuten in warmem oder kaltem Wasser einweichen. Und dann sind sie schon gebrauchsfertig. So, das Wasser ist ja kurz vorm Kochen. Das reicht an sich auch schon. Deswegen drehe es schon mal aus, weil 10 bis 20 Minuten ist easy. Was nicht so easy ist, sind die Nudeln aus dieser Packung rauszukriegen, ohne die Nudeln rauszukleckern. Eine einfachere Variante, nur kenne ich sie nicht. Aber ich glaube, ich kann auch alle reinschmeißen, weil das ist eher ein etwas größeres Gericht. Ach Scheiß, dann nehme ich eben alle. Ich mag es eh nicht, wenn immer so angefangene Packungen sind, wo halt nur so ein bisschen drin sind. So, dann können die nämlich auch schon fröhlich vor sich hinziehen. Hier brate ich schon mal schicki das Fleisch an. Da kann ich ja schon mal ein bisschen Pfeffer dazugeben. Und den Knofi. Yummy, yummy. Den schneide ich mir immer so ein bisschen mit dem Messer ab.
finde, also für mich geht das am einfachsten. So, zack, zack. Nicht gegen die Pfanne! Und das, was hier noch überhängt an der Knofi-Presse, das schmeiße ich einfach mit rein. Es gibt ja Leute, die schmeißen das dann weg, aber wozu? Das war jetzt eine ganze Knofizehe gewesen. So. Gleich mal noch schnell Hände gewaschen und die Knochenpresse. So, ich habe jetzt gerade nebenbei die Ananas geöffnet und werde die mal von dem Saft befreien. Dazu nehme ich mir einfach so eine Tasse. Der Deckel war ja schon zu drei Viertel auf und kippe das dann einfach so in die Tasse rein. So kann ich dann später selber nachträglich bestimmen, wie viel Flüssigkeit, wird wahrscheinlich dann alles sein, aber trotzdem vorsichtshalber, es kann ja nicht schaden. So bestimme ich halt, wie viel Flüssigkeit dann am Ende drin sein wird. In der Soße oder für die Soße. Aber wie gesagt, wahrscheinlich werde ich alles reinmachen, damit es halt auch schön fruchtig wird. Ich habe ja extra eine ganz große Pfanne genommen, weil am Ende landet nämlich alles in dieser Pfanne drin. Diese Kokosdose, bevor ich sie öffne, schüttel ich einmal vorher, damit auch alles gleich gemischt wird. Und für Frauen, die Probleme haben, das zu öffnen, nehme ich so einen Dosenöffner, der so ein Hebelwerkzeug hat, wo ich einfach so schön drunter gehen kann, mache es nach oben und kann diesen Verschluss schon mal nach oben biegen. So komme ich dann einwandfrei drunter. Und wie man sieht, hat das Schütteln gar nichts gebracht, weil es ist fest. So, das Fleisch ist auch schon gut goldgelb. Auch wenn man es vielleicht, na doch ein bisschen sieht man es ja. Die Nudeln, die werde ich jetzt abgießen und in der Zeit noch im Topf lassen. Und anschließend werde ich die ganzen Zutaten für die Soße dazugeben und nachträglich dann noch die Nudeln. So, hier sind die Nudeln. Ich packe sie nochmal auf eine andere Kochstelle, weil es wird ja alles wieder heiß. Das Fleisch sieht auch soweit ganz gut aus. Das hat auch noch an der Tür geklingelt.
Tomatensoße. Soße. Eigentlich soll es eine Milch sein, aber irgendwie. Milch sieht irgendwie für mich anders aus. Ah, jetzt. Es hatte geklingelt, weil sich mein Mitbewohner was bestellt hat zu essen. Welch Ironie des Schicksals, war. So. Mist, ich habe vergessen, die Paprika mitzubraten. Naja. Geben wir sie halt einfach so dazu. So wie auch die Ananas. Ich muss noch mal gucken, dass das jetzt nicht zu viel Ananas wird. Ich habe natürlich schon fertig geschnittene genommen. Ja, ich denke mal, das reicht so. Na, wohl ein bisschen geht noch. Ups, so, aber jetzt. Ju, dann die Sesampaste. Komme ich mit dem? Ja, ich komme mit dem Löffel rein. Die sieht ein bisschen aus wie Senf. Riecht aber nicht annähernd nach Senf und schmeckt natürlich auch nicht annähernd nach Senf. Ich komme da unten nicht mit dem Löffel ran, Mano. Ob da warmes Wasser hilft oder ein bisschen Ananassaft? Nicht wirklich, glaube ich. Von der Konsistenz her kann man sich das vorstellen wie Erdnusscreme. Aber jetzt ist es weg. So. Gerb du Sau. Juti, dann kommt das da als nächstes. Das Gute finde ich, dass man hier, sieht man das hier, die Löcher einstellen kann, wie viel man halt, oder gar nichts, genau. Ich nehme das da. Sieht zu leer aus. Ne, täuscht. Das täuscht. So, dann werde ich mal wieder anstellen. Das hatte mir jetzt nämlich für den Moment zu schnell geköchelt. Oh, das riecht wunderbar, sage ich euch. Wunderbar. So, dann werde ich auch gleich ein bisschen Ingwer noch dran schmeißen. Halt, falsche Seite. Natürlich ist es besser, wenn man frischen Ingwer nimmt. Aber das mag ich nicht. Ich selbst mag überhaupt gar keinen Ingwer. Deswegen gibt es ihn bei mir nicht frisch.
Und noch ein bisschen Kurkuma für die Farbe. Pfeffer kann eigentlich auch nicht schaden. Und natürlich die Sojasauce nicht zu vergessen. Ich mache mal noch nicht allzu viel, weil. Ach, siehst du, die Erdnüsse. Ha! Hätte ich ja beinahe vergessen. Also, wenn das nicht gelb ist, dann weiß ich es auch nicht. So, dann schnippel ich mal noch kurz die Tüte auf. Und das Ananassäftchen, weil ich könnte wetten, wenn ich danach noch die Nudeln dazu gebe, wird nicht mehr viel von der Soße übrig sein. Und ich sage jetzt auch mal Scheiß drauf, ich werde die restliche Ananas auch noch mit dran packen. So. So, und jetzt kommt der erste Moment, wo ich mal abschmecke. Fruchtig, sehr, sehr süß. Also es könnte auf jeden Fall noch Soja dran. Ich mache die Flasche jetzt alle. So. Dann kann noch Curry dran. Ich kann nicht sagen, mach so und so viel, es ist doch alle oder was? Tatsache. Ja, ich kann nicht sagen, hier mach jetzt so und so viel Curry dran und dann ist gut. Geht nicht. Muss man halt selber abschmecken. Das hier ist hier die Gemüsebrühe. Und dann haue ich noch ein bisschen Pfeffer dran. Schwierigkeitsgrad, ich würde jetzt, also ich empfinde es für einfach, weil eigentlich sind es halt nur trockene Zutaten. Beziehungsweise einmal Dose auf und einmal rein in diese Riesenpfanne. Nur halt vom Abschmecken. Das muss halt jeder für sich selber wissen. Ansonsten finde ich das Gericht an sich easygoing. Ich habe noch ein klein bisschen Paprika über. Das könnte ich, würde ich auch gerne noch mit reinschmeißen. Das muss ich mir nur noch zurechtschneiden.
So, das war nicht viel. Das war jetzt eine ganze Paprika, eine ganze Dose Ananas, eine ganze Dose Kokosmilch, 350 Gramm Hühnchenfleisch oder Filet, besser gesagt. Ja, Brühe, Sojasauce, Ingwer, Kurkuma, Curry, Pfeffer. Wer mag, kann auch noch Chili dran schmeißen. Muss man aber nicht. Sag ich da nur. Träumchen. So, die Nudeln, die hart geworden sind, so scheiße. Aus dem Topf. Jetzt. So, diesen Ballklumpen. Zack. Rein mit dir. So, dann können die sich jetzt mehr oder weniger mit der Soße vollsaugen. Ab und an Umrühren nicht vergessen. Ich denke mal, also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, ich werde noch nach einer Weile Wasser noch hinzufügen müssen, weil dann sonst gar keine Sause mehr vorhanden ist. Und ja, ich mag das Wort Sause. Das ist keine Soße, nö. Das ist Sause. So, voilà, und schon habe ich wieder mal für eine Großfamilie gekocht. Oh mein Gott, wer soll das denn alles essen? Ich auf jeden Fall nicht. Ich mag nämlich gar keine Paprika. Doch, ich mag schon Paprika, so ist es nicht. Nur in rohem, kalten Zustand. Ja, und wie man schon sieht beim Umrühren, da ist nicht mehr allzu viel Soße da. Und spätestens, wenn ich es jetzt so über Nacht zum Beispiel in den Kühlschrank stellen würde, ist dann gar nichts mehr an Soße da. Ich werde gleich vornherein noch einen Schluck Wasser dran geben. Ich mag das, wenn die Nudeln so lang sind. Ich finde das voll toll. So. Gut, ich glaube, ich habe euch genug zugelabert. Ich werde noch mal kosten, mal jetzt durchs Wasser und so. Nö, kann man so lassen. Judy, das war's. Einfach, voll einfach gewesen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und ja, noch einen schönen Tag. Bye bye.